Der deutsche Premium-Fahrradhersteller Riese und Müller setzt voll auf Elektroantrieb und hat einige besonders interessante Neuheiten im Programm. Der Charger Hybrid ist eines der Highlights der letzten Eurobike in Friedrichshafen, der größten Fahrradmesse der Welt gewesen, und hat dort einen Eurobike Award in Gold gewonnen. Es ist ein Fahrrad von Riese und Müller aus der Blue Label Serie. Das bedeutet, es ist nur vorn gefedert, also ein Hardtail, im Gegensatz zu den übrigen Riese und Müller Rädern, die vollgefederte Fahrräder sind. Es hat einen neu gestalteten Rahmen, auf den es 5 Jahre Garantie gibt, und den neuen Bosch Performance Line Hybridantrieb. Der neue Bosch-Antrieb verspricht mehr Komfort, Effizienz und Reichweite. Auch die Bedienung wurde verfeinert. Das Riese und Müller Blue Label Charger Hybrid startet bei 3.000 Euro. Ebenfalls neu ist das Delight Hybrid 2, ein vollgefedertes Elektrofahrrad mit Luftfederung und dem neuen Bosch Performance Antrieb. Weitere Besonderheit am Delight Hybrid 2 ist das Dual Drive System, eine Kombination aus Naben- und Kettenschaltung mit besonders breitem Übersetzungsbereich. Eine neue Rahmenkonstruktion erlaubt verschiedene Radgrößen zwischen 26 und 29 Zoll. Das Delight Hybrid 2 ist je nach Ausstattung ab ca. 4.000 Euro zu haben. Ein weiterer Trend am Fahrradsektor sind Lastenräder mit Elektrounterstützung. Riese und Müller bietet hier das vollgefederte Load Hybrid mit Bosch Classic Plus Elektroantrieb an. Der Vorbau ist höhen- und neigungsverstellbar. Zudem ist das Fahrrad teilbar und somit leichter zu transportieren. Es gibt ganz praktisches und nützliches Zubehör. Man kann zum Beispiel Kindersitze montieren auf der Lastfläche, sodass ich 2 Kinder transportieren kann. Es gibt eine Abdeckplane, eine Persenning, es gibt einen zusätzlichen Gepäckträger, und damit wird das Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten für dieses Lastenrad ganz erheblich vergrößert. Das Load Hybrid kostet ab ca. 4.600 Euro.